So, und herzlich willkommen zurück zu Marvel Heroes hier bei den Derpioten. Und hier schwebt was durch die Gegend, den habe ich ja noch nie gesehen. Was war das denn? Ach, ist das Spidey? Das ist Spidey in einem anderen Kostüm. Sehr cooles Kostüm, muss ich sagen, noch gar nicht gesehen. Der kann sich also wirklich durch die Gegend schwingen, der alte Webslinger. Hier ist die... Ist das Miss Marvel oder ist das... Keine Ahnung, ist das ein anderes Ziel. Auf jeden Fall sind wir hier jetzt ein bisschen weitergekommen und haben schon ein paar Questen erledigt und wieder angenommen, wie ihr seht, jetzt gerade. Und gehen mal in Richtung Fragezeichen. The Hood hat uns auf jeden Fall das Tablet geklaut. Ich glaube, ich muss jetzt einfach nur hier draufklicken, auf den Milch hier wieder. Travel to the Jersey Docks. Machen wir direkt mal, ab geht's. Dann gibt's direkt wieder einen Ladebildschirm, wie es sein muss. Rage, Ladebildschirm. Ich bin doch gerade erst hier rüber gehüpft. Ich hätte die Sachen mal, in die Stash packen können. Wer die anderen Videos noch nicht gesehen hat, sollte sie sich vorher angucken. Da gibt es noch einige nette Informationen, sonst wiederhole ich mich in jedem Video. Wir sind auf jeden Fall mit Thor unterwegs. Bin in der Story schon, in dieser Beta schon ein bisschen weiter vorangeschritten. Und bin jetzt auch in einer neuen Zone im Storage Yard. Als Level, was bin ich denn jetzt überhaupt mittlerweile? Ich bin Level 5. Auf dem Weg zu Level 6. Und jetzt gucken wir mal, was hier die Gegner können. Denn die letzten waren nicht mehr so spektakulär. Jede Zone hat seine eigenen Themes, also auch songmäßig, also soundmäßig, Vegetation. Ihr seht es, hier sind natürlich die Container und Shock Troops. Aim. Ah, schön, direkt gegen Aim. Kommt mal her, ihr süßen Schnuckiputzis. Bisschen Blitz in den Arsch. Okay, also ich muss echt sagen, der Blitz ist wirklich overpowered, macht aber Spaß. Zack. Oh, ich habe XP, cool. Brauche ich nämlich momentan. Ich möchte definitiv Stufe aufsteigen. Vielleicht habe ich auch keine XP mehr bekommen, weil die Gegner Stufe technisch unter mir waren. Sieht man das eigentlich irgendwo ran? Kurz mal gucken, ob ich welche finde. Oh ja. Wenn so ein Sound losgeht, heißt es eigentlich, dass irgendwas in der Nähe ist. Ne, man sieht es nicht, aber... Oh, okay, der Blitz geht nicht so weit. Wir müssen also stehen bleiben, wenn es trifft. Macht nix. Immer feste drauf. So, gibt mir ein paar mehr Gegner. So, zwei Gegner sind langweilig. Pursuing the Hood. Find the Hood's Hideout in a Cargo Fighter. Was ist in der Richtung? Da blitzt es nämlich. Hab doch gesagt, Mein Gott, wie sie mir nicht glauben, wenn ich sag. Ich will irgendwie nach links. So. Father, witness the deeds of your son. Yeah, Father, guck mir zu, wie dein Sohn richtig geil drauf ist. Ah, da unten geht's rein. Da will ich hin. Wie komme ich da hin? Gehen wir da lang. Die Mucke ist saugeil. Also, wenn ihr es dann zockt, ohne dass ihr Let's Playt, falls ihr überhaupt Let's Player seid, dann tut mir gefallen, die Musik richtig schön laut machen. Die Texte ein bisschen leise, die braucht ihr nicht ganz laut zu haben. Und die Sounds so ist nicht. Weil, es ist richtig, richtig cool. Richtig coole Heavy-Metal-Mucke. Ach, guck mal. Spezialgegner. Nicht, dass sie länger aushalten würden oder so. Das meine ich, das ist Thor. Geh weg, Miss Marvel, du brauchst mich helfen. Ich bin Thor, the almighty Thor. Der braucht niemanden. So, und runter da. Gucken wir uns mal das Robotic Lab an hier. Wieder ein Ladebildschirm. Ich hatte vor gut 3 Minuten erst einen. Aber der geht schneller, glaube ich. Ja, sehr schön. Ich bin jetzt im QA-Lab. You just located a secret experimental robotic lab run by AIM. See if you can close down the experiment. Ja, dann gucken wir doch mal. Wir müssen ein Experiment also verhindern oder beziehungsweise unterbrechen. Nicht wirklich, nee. Okay, so weit geht das jetzt nicht. Level 6! Ja, ja, das ist wunderbar. Direkt im Blitz leveln, der ist mir super. Was haben wir hier noch Schönes? Summer Lightning. Ganz kurz hier. Ja, ja, weg damit. Ja. Ruhe jetzt. Bin beschäftigt. Ich muss Sachen angucken. Ich will eigentlich hier weiter das leveln. Das Ding ist so overpowered. Das gibt's überhaupt nicht. Der Hammer ist eigentlich gar nicht mehr nötig. Na gut. Wir nehmen ihn trotzdem mal mit rein. So, was ist das hier eigentlich? Achso, Lieblingsmite habe ich noch gar nicht probiert. Ach, ist der niedlich. Den ziehe ich da mal wieder raus, weil... Nee, kann ich den rausziehen hier irgendwie? Nee, kann ich nicht. Den ignoriere ich dann einfach mal. Also es gibt eigentlich nur momentan 2... Nice. Ach, guck mal, das ist noch was Specials. 1, 2, 3. 1, 2. Draufhauen, fertig. So.
und auffüllen. Sehr schön, sehr schön. Es gibt nur zwei Angriffe, die mich momentan wirklich stolz machen. Einmal der Stun, den brauche ich momentan nicht, weil ich habe die hier. Oh, schön. Die XP kommt direkt zu mir. Und bei einer Standardattacke, wenn es mal sein muss. Die Tür mach auf, die Tor mach weit. Wir sind bereit zum Hammer-Smite. Jetzt gehen wir mal richtig ran hier an die Sache. Hier kriege ich wenigstens gut XP. Jetzt bin ich Stufe 7, glaube ich, ne? Müsste ich sein? Ne, 6. Nach 6, ja. Schießt halt auf mich. Kommt, kommt, kommt. Aim. Also treffen tut damit bald nicht besser, auch wenn er so heißt. Was willst du eigentlich? Geh weg. Eins auf die Schnauze. Ah, da oben ist ein Symbol. Da muss ich wohl hin. Dann machen wir das mal direkt. Er hackt sich als Tor natürlich. Mit technisches Verständnis gleich wie Spider-Man. Plants confiscated. Okay, also ich... Ein Crushbot. Nur das hilft auch nicht. Wie viel der ist. Schön explodiert. Ja. Da kommen die Nahkämpfer wieder. Hier kriegt man einen Blitz in den Arsch gepfeffert. Das ist, ich muss sagen, das ist echt super easy. Das erste, was ich mache, ist mit Tor kaufen. Den kann man, glaube ich, am Anfang nicht auswählen. Ah, das ist noch. Oh. Prototype. Ja, hier kommt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Blitze. Das war der Prototyp. Hey, ein Helm, den habe ich noch nicht. Treasures. Das ist Schrott, Mann. Was habe ich eigentlich? 14 Power Radius. Oh. Ich habe ja noch gar keine Medaille an sich gerade. Ich derpiger Derp. Hämmchen. Ja, yeah, jetzt werde ich noch krasser. Also ich habe das Experiment gestoppt, das ist super, komme direkt wieder raus. Super easy Geschichte. Ich glaube, mit allen anderen Klassen wäre ich eher verzweifelt. Hier einfach reingerotzt, die Blitze gezückt und ja, dann war er platt. Da müssen sie an der Balance aber noch ein bisschen arbeiten, wenn das die Spieler mitbekommen sollten. Zum Beispiel über Let's Plays. Dann geht's aber ganz schön zunder. Ach, guck mal, süß. Ein Empfangskomitee. XP. Heavy Boots. Was habe ich denn von welcher an? Blau? Ja. Die Sache ist natürlich die, ne? Upgrades gibt's auch von Blau auf Grün, je nachdem, welche Stufe die Dinge natürlich haben. Level Required nehme ich hier zum Beispiel 2. Das Ding macht 6 Defense und plus 2 auf Call Lightning, während das andere plus 2 Defense, 22 Health und plus 2 Call Lightning hat. Mit anderen Sprüchen, mit anderen Worten, sind scheiße. Aber man darf jetzt nicht die ganze Zeit in der gleichen Ausrüstung rumlaufen, man muss schon in neuen Zonen sich auch noch ein bisschen angucken. Ja, ja, hier. Und die Rüstung entsprechend anpassen. Manchmal ist es wirklich sinniger, vom Blauen ins Grüne zurückzugehen, wenn die Stufe, man wegen jetzt mal 3-4 Stufen höher ist, wenn man gerade so hoch. Lapidar gesagt, es ist nicht so, als ob ich es überprüft hätte. Ah, ich muss sagen, ich bevorzuge wirklich Let's Tests gegenüber Let's Plays, bis ich halt was gefunden habe, was ich wirklich effektiv weiterspiele. Ich erkläre doch so gerne Spiele. Hier, was zum Muckeln. Das war ein bisschen ungesund. Vor Midgard! Ja, wir sind alle expendable. Im Übrigen auch, was gibt's eigentlich hier? Ist hier irgendwie eine Party? Old Videotape. Noch ein Old Videotape? Right-click, okay, ich habe hier ein Videotape, Moment. The following is a paid advertisement. Nice! Das ist so geil. Do you sit there day after day seething? Was bist du? Eine Mischung aus. Eine Mischung aus Deadpool, Storm, Assassin's Creed. Here at the Institute, we train you for a life of power and skill. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ist das geil. Deswegen hat auch die ganzen Kostümierungen an von allen möglichen Helden. Taskmaster Institute, when you positively, absolutely know you were meant for something more. Kill am Ende. Entschuldigung. Es war gut. Das war richtig gut. Ja, genau. Taskmaster Flash Lesson. Großartig. Großartig. Ja, also Taskmaster versucht normale Leute zu rekrutieren, um sie zu Superhelden zu machen. Und die im Hintergrund waren klasse, ey, mit dem Mützchen und dem ganzen Kram.
Sehr schön gemacht. Also ersten guten Lacher habe ich schon mal gehabt im Spiel. Man muss sagen, es ist also wirklich von Fans von Marvel gemacht worden, merkt es halt schon. Ich hoffe, dass der Itemshop wirklich fair gestaltet ist. Wir können da gerade mal kurz mal reingucken. Wenn wir jetzt schon an der 10. Minute dieser Aufnahme sind. Warte mal kurz. Das war jetzt weit weg. Oder auch nicht. Oder hast du den selber Shop? Egal. X gedrückt, das ist der Shop. Momentan zumindest. Storefront coming. So, was immer. Man kann sich die Heroes, das ist auch so Specials. Egal. Helden kaufen. Ne? Hier, Lieblingshelden, da kommen nach und nach mehr. Das ist so ein bisschen wie wahrscheinlich dann League of Legends, weil es gibt viele Marvel-Superhelden, das wisst ihr ja. Dann natürlich Kostüme. Da gibt's massig viele. Bei dem jetzt nicht so viele. Bei Black Widow gibt's zum Beispiel 3 Stück. Nice. Das ist halt Oldschool. Es gibt immer eine Oldschool-Sache von denen, die halt ein bisschen älter sind. Der Cap hat ja eh schon zig verschiedene gehabt. Hier, das ist das alte. Das ist auch ein altes. Das ist das relativ neue. Das kenne ich gar nicht und den kenne ich auch nicht. Ich zumindest nicht. Ihr vielleicht schon. Colossus gibt es ja auch in verschiedenen Varianten. Dann haben wir Cyclops. Den spielt so hoffentlich keiner von euch. Ich habe ihn noch nicht einmal rumlaufen sehen. Es ist nicht umsonst einer der unbeliebtesten Helden, die es gibt. Und nein, ich werde ihn nicht mal mit der Kneifzange anfassen. Wenn er mir geschenkt würde, würde ich ihn verbrennen. So, trotzdem, das Kostüm sieht wenigstens noch einigermaßen schwul aus. So, dann haben wir einen Daredevil. Moment, da kommt mir was angerannt. Ich bin hier gerade mit Leuten am Reden. So, Daredevil gibt es noch in schwarz. Der ist wenigstens cool. Ich meine, den will ich auch nicht spielen, aber immer noch eher spielen als, ne? So, das Beste ist immer noch Deadpool. Im Piratenkostüm, im Sheriff-Kostüm. Und so sieht er normalerweise aus, das ist doof. Deadpool X-Force. Achso, ich war gar nicht angegriffen, okay. Auf jeden Fall, das Piratenkostüm ist cool. Hawkeye gibt es auch nur in 2, aber das ist okay. Eben in einem etwas schwuleren und etwas cooleren. Dann haben wir Hulk. Den finde ich persönlich in diesem Kostüm einfach klasse. Und wer mal ein bisschen mit Style rumlaufen möchte, der nimmt den hier. Hulk Mr. Fix-It-Kostüm. So, was haben wir noch? Iron Man, klar. Da gibt es ein ultra hässliches. Nochmal ein ultra hässliches, ein relativ altmodisches auch nochmal und dann gibt es halt die super Upgrade-Varianten. Persönlich finde ich den hier relativ schick. Oder halt den klassischen, ist ganz egal. Iron Man ist eigentlich auch ganz cool. Jean Grey, das ist die Böse, nämlich die Black Queen, als Böse mal war. Das ist Dark Phoenix-Kostüm, das wäre meine Präferenz. Da ist sie sehr, sehr böse gewesen. Eigentlich gibt es Jean Grey nicht mehr, möchte ich mal ganz kurz erwähnen, die ist ja tot. Miss Marvel. Würde ich immer in dem hier spielen? Nein, Quatsch. Das ist Oldschool und das gefällt mir am besten. Das ist wirklich cool. Das ist, glaube ich, momentan aktueller auch. Punisher kannst du eigentlich in allem spielen. Sieht in allem cool aus. Persönlich würde ich den oder wahrscheinlich eher den hier nehmen. Rocket Raccoon habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gehört. Wahrscheinlich ein Special-Gegner. Scarlet Witch kann man so lassen. Sehen aber alle drei sehr schön aus. Spider-Man, wie gesagt, richtig, richtig Future Foundation Costume, geile Sache. Gefällt mir sehr, sehr gut. Da fehlt mir aber Venom, muss ich sagen. Storm würde ich im Original oder in dem hier spielen. Wer die hier nicht kennt, der muss ein paar alte, Episoden angucken. The Thing habe ich im Übrigen auch erst einmal rumlaufen sehen und sieht ziemlich scheiße aus, meiner Meinung nach. Thor, ja, würde ich tatsächlich entweder im Original spielen, in diesem hier spielen. Bei Movie-Kostüm oder in einem Now-Kostüm. Aber nicht in den zwei, das sieht irgendwie albern aus. Wolverine, definitiv in dem hier dann. Momentchen. Achso, falsche Taste. Ruhe da drüben. Sind wir bei Wolverine gewesen? Wir gehen noch ein bisschen weiter. Nee, gehen wir nicht. Das sieht gut aus. Das waren die Kostüme soweit. Achso, genau, Shop. Und dann hast du halt Items. Klar, das Experience Boost, Rarity Boost. Redcon Boost, keine Ahnung, was das macht. Was macht Redcon? Resets All Power Choice, Refunds All Power Points. Also alle. Im Gegensatz zu anderen Spielen, da könnt ihr euch ein bisschen was mal. Inventory is full, das ist fürs Crafting. Was hab ich denn wieder? Also die Kassette kann man wahrscheinlich wegmachen. Nein, ich behalte sie mal. Wegwerfen. Black Widow will ich eh nicht spielen. So. Anyway, auf jeden Fall. Es resettet alle Stats, das ist ziemlich cool. Andere Spiele machen das mit einzelnen. Es gibt Karten, was machen die? Right-click to reveal the card. Possible Rewards. Ah, das ist ein Random, was man bekommen kann. Und Specials, die gibt's aber noch nicht. Das war's momentan. Achso, falsche Taste. So, Ruhe da drüben. Du auch noch.
Sehr nice. Ach, guck mal, gab XP für die Gruppe. Sehr schön. Ja, das ist auf jeden Fall der Itemshop gewesen. Wir gucken uns jetzt weiter hier ein bisschen um. Ich habe jetzt 3 Aufgaben mittlerweile. Und ich glaube, ich laufe einfach mal die hier alle einsammeln. Einsammeln. Ich habe einfach keinen Bock, hier die ganze Zeit rumzustehen und zu warten, bis sie bei mir sind. Alles weggemacht, gut. Was wollt ihr eigentlich immer von mir? Mein Gott, da. Lad mir mal deine Stromkreise da auf. Das ist so geil. Einfach mal durchgeratzt. Ah, ja, sehr schön. Ihr wollt doch mit mir spielen. So, dankeschön. So, jetzt habt ihr auf jeden Fall den Shop mal kurz gesehen und die rennen weg. Oder der rennt weg. So, auch weggemacht. Wir werden jetzt gleich nochmal ein Verschnaufpäuschen einlegen, bevor ich hier in die Richtung gehe. Nerd mit 3D, auch sehr schön. Da oben gibt es einen Shop, wie es aussieht. Und da halten wir dann mal ganz kurz an. Das ist also eine kleine Bastion von uns, sehr schön. Ey, nicht weglaufen. Was kann man hier denn kaufen? Health Packs. Man kann aber auch verkaufen, oder? Jetzt halt doch, hallo, halt doch mal an. Wo wollten wir hin? Ja, großartig. Gut, an der Stelle mal ganz kurz durchgeatmet. Bei der nächsten Folge direkt wieder weiter mit Thor.